So, da in YouTube nichts Unterhaltsames ist, mache ich mal was Unterhaltsames. Ich habe gesagt, ich will euch nochmal da mit zunehmen, wenn ich da nochmal reingucke. Wegen dem Zahnrad, wo man mir ja sagte, das wäre gebrochen, das wäre kaputt. Soll ich da reingucken, ob das wirklich so ist und ob ich es erkennen kann, ob es wirklich gebrochen ist. Jetzt habe ich doch nicht den richtigen. Wo habe ich das denn jetzt? Doch eben. Ach, da. Geht es wirklich darum, um zu erkennen, ist es gebrochen oder nicht? Also beim ersten Mal, wo ich da reingeguckt habe, war es nicht zu erkennen, dass es gebrochen ist. So, muss man einen finden. Ja, der passt. Mal reingucken, Schrauben, ja, kann ich hier auch reinpacken, dass ich die nicht verliere. Und ja, derjenige, der mich noch gefragt hatte, es funktioniert, also der funktioniert noch. Ich sag, kann ich da reinpacken, ja? Er funktioniert auch so, wie ich es gemacht habe, funktioniert er. Sonst hätte ich ja das Video nicht gemacht, das erste darüber. So, ich weiß nur, dass ich hier irgendwie die Klappe abnehmen musste. Ja, schon wieder dreckig. Und dann waren das die Schrauben hier am Rand. Ich hatte ihn, glaube ich, auch sogar justiert. Von der Geschwindigkeit her kann ich jetzt gerade nicht ganz sagen. Ich habe mir das Video jetzt nicht mehr nochmal angeschaut. Ich weiß nur so grob, was da jetzt noch drinne war. Eben das mit dem Zahnrad. Dass da eben diese Lücke drin ist. Und diese Lücke. Also ich hab ja damals schon geguckt, ob das wirklich gebrochen ist, ob das sich da insgesamt so wie es ist, wieder zurückschieben lässt auf dem Alurad oder was. Jetzt ist mir die Schraube runtergeknallt. Verdammt. Muss ich nachher mal suchen. Aber das ging nicht. Also für mich hat das wirklich damals ausgesehen, als wäre dieses Zahnrad original so wie es ist eingebaut worden. Ja, knacken ist nie gut, aber ich weiß, dass das ein bisschen schwerer geht. So, jetzt haben wir den schon mal so weit. War mit Kabel ablöten? Nee. Das war von mir hier. Das konnte man irgendwie aufklappen. Ich meine, ich hatte auch was gezeigt zum Motor. Wo hält er noch? Da. So. Da ist auch noch eine. Gehen. Ja. Irgendwie war das so ein bisschen blöd hier.
Jetzt haben wir da das Zahnrad. Und ihr könntet eventuell recht haben. Versuchen wir drauf zu zoomen. So, das ist jetzt. Wie habe ich denn jetzt die Kamera ausgemacht? Ich habe das nur gezoomt. So. Gucken, ob sie das noch gefokussiert kriegt. Nein. Ja. Es könnte wirklich sein, dass es gebrochen ist. Wie gesagt, also für mich sah das im ersten Moment nicht so aus. Aber ich habe doch auch versucht, das irgendwie zusammenzudrücken. Wenn das jetzt überhaupt noch klappt. Aber komplett ausbauen wollte ich das jetzt hier nicht alles. Ich guck noch mal, wenn ich sie finde, meine Lupe. Was war das? Irgendwas ist da jetzt runtergefallen. Also, es ist eh schon so schwer zu erkennen. Und ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt mit Lupe gucke, es ist zwar schon schwer, aber das ist keine Bruchkante. Also wenn ich so gucke, das sieht nicht aus wie eine Bruchkante. Das ist, als wenn das wirklich so genau so wie es ist produziert wurde. Das sieht nicht aus wie eine Bruchkante. Das ist dafür einfach zu glatt. Oben drauf, ich weiß nicht, man hat es ja gesehen, da sind Dellen drin, aber ich glaube, die habe ich damals da reingemacht, aber dass es eine Bruchkante ist, nee, das sieht nicht nach einer Bruchkante aus. Tut mir leid. Ich kann es nur so sagen, das sieht nicht nach einer Bruchkante aus. Also für mich sieht das echt aus, als wenn das so produziert worden ist. Da ist ja auch so ein Dingens. Da ist so ein Dingens. Und da ist so ein Dingens. Und genau da ist es gebrochen. Gucke ich noch mal, aber wenn das da drauf gezogen sein soll mit viel Gewalt oder was, ich guck, das geht nicht, das glaube ich nicht. Ich guck noch mal direkt. Nee. Da müsste das mehr Platz haben auf dem Alurad. Jetzt. Es müsste jetzt auf dem Alurad mehr Platz haben. Wenn ich das jetzt zusammenschiebe, ist für mich auch logischerweise, dass dieses Alurad, was da unter ist, wo das drauf ist, weiter in diesen Rand reingeht. Da ist aber nichts, das ist direkt dran. Ich kann es nur auseinanderbiegen, ja. Aber nicht zusammen.
das nicht zu doll machen. Es ist jetzt auch kein Knacken und nix. Als wenn er da irgendwo hängen bleibt. Das läuft da sauber durch. Wenn ich das jetzt zusammenschieben würde, dann würde mir genau das, was jetzt im Spalt ist, ja am Durchmesser fehlen. Und dann würde er das Rad doch gar nicht mehr richtig mitnehmen können. Wäre ich jetzt der Meinung. Also ich behaupte es jetzt mal so. Also ich kann es jetzt echt nicht genau sagen. Also wenn es wirklich gebrochen ist, dann ist es nicht zu ersehen, dass es gebrochen ist. Also es ist auch nicht wirklich ersichtlich, dass es da auch irgendwie anders reinpassen soll. Ich kriege ja nicht mal die Lücke geschlossen. Oder fehlt da ein Teil? Ist ein Teil mit rausgebrochen? Ich kann es nie sagen. Also für mich ist wirklich genauso, auch wenn ich mit Lupe gucke, die Kante so sauber, keine Ausbremsung, nichts, als wenn das genau so produziert wurde. Wenn ihr jetzt sagt, das ist gebrochen, dann ist es gebrochen. Wenn ihr meint, ich sehe das falsch, ist das so. Aber ihr braucht nicht, wie ich ja schon sagte, beleidigend werden und sagen, ich erzähle hier nur Blödsinn, ich bin ein Idiot und hast du nicht gesehen. Wenn ich jetzt hier, so wie mit euch jetzt hier davor sitze und es läuft hier durch ohne erkennbaren Knacken oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, also. Und ich bezweifle auch, dass mein 3D-Drucker da Ersatz schaffen könnte. Ich müsste sich wirklich ausbauen und schauen, ob ich das mit irgendwie Epoxid, Harz oder irgendwie Kleber oder irgendwas gefüllt kriege, diesen Spalt. Und da mit einem ganz kleinen, feinen Feile vielleicht die Zähne reinfeile. Dass ich das ausgieße, aber das ist eigentlich zu viel Aufwand. Also für mich macht das jetzt keinen Sinn in dem Sinne. Und wie gesagt, wenn ich mit Lupe gucke, es ist ja auch kein Platz und nichts, wo das hin noch ausweichen könnte, wenn ich das zusammendrücken möchte. Da ist kein Platz und die Kante sieht... Das sieht wie gewollt aus, als wenn es wirklich so gewollt war. Dass es wirklich so gewollt ist, dass es so da drauf ist. So sieht das für mich aus, selbst mit Lupe. Jetzt müsste ich ein vernünftiges Mikroskop haben. Habe ich nicht. Ich verlange auch nicht, dass ihr mir so ein Stereo-Mikroskop besorgt mit 5- bis 50-facher Vergrößerung, mit Kameraanschluss und hast du nicht gesehen. Oder digital schon. Verlange ich gar nicht. Die Dinger sind schweineteuer. Ich werde es mir nie leisten können. Wer natürlich darauf besteht, dass ich so ein Ding habe, der muss dann auch gucken, dass er mir so ein Ding besorgt. Also das ist so meine Meinung. Also ich besorge so ein Teil nicht. Es ist mir zu teuer. Nur um es hier wirklich mal ab und zu mal im Video zu zeigen, was da vor sich geht. Nö. Ansonsten, wie gesagt, unten steht da eine Adresse, an der ihr so ein Ding schicken lassen könnt. Wenn ihr meint, ich muss so ein Ding haben, um es hier besser zeigen zu können, als ich es jetzt kann, dann bitte. Ja, ich baue das Ding jetzt erstmal wieder zusammen. Wie gesagt, ich wollte euch mit zunehmen und zeigen oder selber mal mitgucken, ob ihr wirklich recht habt oder nicht. Ob ihr recht habt, kann ich gar nicht beantworten, weil
Für mich ist es nicht zu sehen. Für mich sieht es aus, als wenn das wirklich so original gebaut wurde und nicht gebrochen ist. Kann mich irren, wie gesagt, nehmt es mir nicht übel, nagelt mich nicht immer auf die ganzen Aussagen fest. Ich sage das so, wie ich es sehe, wie ich es meine. Wenn man mir vernünftig sagt, du, das ist falsch, das Ding ist gebrochen, das sieht man wahrscheinlich so auch nie und das sieht aus, als wenn das Original so ist, aber das ist kalt gebrochen, dann glaube ich euch das dann auch. Also. Aber so muss ich jetzt sagen, selbst mit gucken, nö, also da ist nichts erkennbar, dass es irgendwie gebrochen und kaputt ist. Gut, bis dann hierhin und danke fürs Zugucken. Tschüssi.